Hallo, willkommen zurück auf der Riesenbeck. Weit geht zusammen. So, ich bin wieder hinterm Hexner. Wir sind beim zweiten Vorgewinder. Jetzt machen wir wieder ein bisschen so neben ihm fahren, das passt ja dann immer. Wir müssen ja nur den gucken, wenn er den, die Innenbahn macht. Wir können nicht so große Kurven mal ziehen. Mensch, schon wieder Donnerstag, schon wieder fast überall rum, ey. So schnell geht das immer. So, ich würde gerade sagen, so ein bisschen, er schafft, er zieht mich gerade. Oh, ich hab die Zeit praktisch nicht, Mensch. Ich hab die letzten Folge gar nicht mehr zurückgestellt. Müssen wir natürlich dann gucken, wie weit wir denn kommen, sag ich mal. Aber das läuft, das läuft. Wir hätten jetzt natürlich jetzt auch bei Dings machen können über Autodrive, aber da bin ich mir noch nicht so sicher mit dem Programm. Ich weiß halt, wie es über Auto, über Crossplay läuft im Wechseln. Daher war es natürlich gleich mal so, dass das, was ich hier gemacht habe. Cool. Und da sind wir auch schon wieder voll. Gut. Ich bin immer so groß wie das Durchfahrsilo ist, brauchen wir das erstmal nicht erstmal zwischendurch schmitten. Links an, mit der Walze und so. Erstmal ein paar Bahnen nebeneinander legen. So. Jetzt guck ich mal. Morgen auch den Tempomaten habe ich jetzt glaube ich 60 steht, weil bei der letzten bei der letzten Bahn habe ich es auch versucht. Das hat nicht sehr gut funktioniert, hier um 6 km/h. Jetzt können wir natürlich auch den ersten Streifen dann nochmal so abfahren und den dahinter anfangen. Für den einen oder anderen wird es natürlich langweilig sein, hier mal so beim Zugucken, wie ich dem Hexler folge. Aber ja, es gehört einfach mal dazu. Ich werde bestimmt zur nächsten Folge werde ich schon ein bisschen weiter sein. Werde ich schon mal so ein bisschen weiter den Hexler hier folgen. Damit es natürlich nicht in den nächsten Folgen nur dazu kommt, dass wir hier nur dem Hexler zugucken. Möchte ich euch nicht tun. Was ist jetzt die? Ja, ist das dritte Folge? Genau. Und dann
Da kommt dann die Innenbahn. Da muss man natürlich gucken, wie er immer den wendet, sag ich mal. Mal ein bisschen so aufholen. Also ist das schon gut. Das passt. Passt, wackelt in der Luft, ne? Krone. Ich mal ein bisschen rausnehmen, mal gucken so, ja. Dann wird sie gleich allerdings noch. Jetzt müssen wir gleich erstmal den Preis ziehen. Oh, wo fängst du jetzt an? Oh, jetzt geht die gleich aus. Achso, ja, von da oben fangen wir an. Okay. Ja, das ist nicht so schnell, oder? Gut. Kannst machen. Ich stehe mir jetzt nicht im Weg. Ah, ich glaube. Oh. Das hat natürlich schlecht gewählt, ja. Ach Mensch, die ganze Zeit hier unten nicht. Warum unten leuchten dann nicht? Können wir so losgehen. Ui. Das ist natürlich auch ein bisschen mitdenken, ja. Ist hier schon wieder im Weg? Also beim großen Wendekreis, ja. Ja, ich bin da, leg los. Noch, ich bin schon über 90% im Weg. Ja, da muss ich nochmal warten. Alter, man ist den D-Zug. So, und wieder einmal auf zum Sisi-Silo. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir gut vorankommen, ja? Jetzt macht er auf jeden Fall eine gute Spur.
auf jeden Fall nicht meckern. Ich würde so die anderen Fehler erstmal noch in Ruhe lassen, weil ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt nicht funktionieren. Jetzt sind doch mal wieder Probleme auftreten, dass der eine oder andere irgendwo hängen bleibt oder so. Dann musst du wieder beim Häkchen wegspringen und dann zieht sich auch wieder so eine Länge. Und das mich natürlich auch nicht. Habe ich schon den Tempomaten eingestellt und wird doch nochmal Gas. Das wird mal so 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9 bis 12 Bahnen. Was meint ihr? Mehr, weniger? Eigentlich mehr tippen, dass 9 Bahnen noch eigentlich okay. Damit würde man wirklich noch rechnen, dass das so viele sind. Vielleicht mal einen Schluck für meinen Kaffee trinken schnell. Also ein lauwarmer Kaffee ist doch was Schönes, ja? Was gibt es Besseres? So, bevor es eigentlich sehr gut läuft mit den 10 km/h, haben wir so einen Kreis fahren. Ja, noch Zeit so zum Betten. Ich bin nicht mehr angefahren und weiter geht's. Ja, schön machst das, Rüdiger. Rüdiger, grüß dich. Anruf mir. Jo, keiner da? Der hat bestimmt Funkloch. Der konzentriert sich voll auf Sex. Man kann nicht anders sagen, er hat es auch, ja? Aber mein Glück mit dem Rad, da freue ich mich immer noch so innerlich tierisch drüber. Dass ich wirklich alles abgeladen habe, schon mal ein bisschen vorgespult, weil ich wusste, es regnet ja. Und dann in der Regenzeit kommt dann hier der Text von wegen großer Bedarf und dann guckst du, es ist Raps und du hast einen Hänger voll mit Raps, das passt so wie, wie sagt man hier, Deckel auf Eimer, Deckel auf Topf, Topf auf Eimer, nee, Topf auf Deckel oder so, ja, du weißt schon, was ich meine. Das halt auf jeden Fall hier passt. So, wieder bei 85%. Na, kann man noch am Ende des Feldes an? Ich denke mal, ich werde es auch diesmal machen, ist egal wie viel. Okay, ich glaube, ich bin vorher schon zum Stoppen. Ich dachte jetzt wirklich, wir schaffen es bis zum Ende. Und da hinten der Weiße kommt jetzt auch hier der LKW wieder. Ne, diesmal nicht. Ich dachte jetzt wirklich, das ist so voll der Plan, dass hier immer das Gleiche kommt. Also, das heißt, dass ich genau das Gleiche mal anpasse. So, und wieder auf 6er. Jetzt können wir die Außenbahn nehmen. Oh nein.
ihr habt nichts verpasst, das tut mir leid. Eine kleine Unterbrechung, ich habe die falsche Taste gedrückt und habe gerade nichts mehr vom Spiel gesehen. Ah, das muss man auch mal machen können, ja? So, dafür jetzt beim zweiten Mal bitte. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Ah, manchmal läuft das wirklich so blöd, denkt man gar nicht. So, und damit sind wir aber auch schon wieder am Ende. Ihr wisst ja Bescheid, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Schreibt doch gerne was in die Kommentare, freut mich auch mal wieder drüber. Ein fleißiger Kommentar schreibt es auch immer der René. Ich schreibe ja auch immer fleißig Kommentare. Freut mich auch wirklich immer was von dem zu lesen. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Lasst es gut gehen. Reingehauen, abgeklatscht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.